Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Summoners Intern. Diesmal war die Frage, wie unsere Eltern zum Medienkonsum stehen. Bei mir war das relativ entspannt. Ich konnte wirklich ziemlich viel Fernsehen schauen, wurde nie wirklich begrenzt, auch beim Internet nicht. Jetzt im Nachhinein... Jetzt schon, jetzt, weil jetzt mein Erzieher beiseite hat. Das stimmt. Nee, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es ist natürlich gut, weil vielleicht wäre ich gar nicht hier, wenn ich nicht so viel ins Internet gekonnt hätte. Aber es gab schon Momente, wo ich wirklich ein bisschen... Bist nur wegen mir hier! Alles klar. Aber es gab schon Momente, wo ich es ausgereizt habe. Das muss ich wirklich sagen und im Endeffekt, ja, ich hätte mich vielleicht ein bisschen besser benehmen sollen, aber ich wurde eigentlich gar nicht begrenzt. Bei dir? Ich glaube, ich hatte die gesunde Mischung. Ich habe auch sehr viel Computer gespielt, Fernsehen geschaut und alles Mögliche gemacht. Und war aber auch viel Fußball spielen und so. Es gab aber Tage, wo dann gesagt wurde, Maxim, du darfst nicht mehr am Fernseher, du darfst nicht mehr an den Rechner. Und mein Vater hat dann den Rechner Passwort geschützt. Und die Passwort aber dann versucht zu knacken. Auch geschafft, weil so schwere Brocken dabei waren wie A1. Ja, das war das Passwort. Top notch. Haben wir alles natürlich durchgebrochen. Und also mein Bruder und ich haben wirklich sehr, sehr viel konsumiert. Es kommen mir halt im Vergleich ultra viel vor, gerade wenn ich es mit meinen Kindern jetzt so anschaue. Wir haben halt nicht mal einen Fernseher. Wir lassen die halt gar nichts gucken. Wobei wir sie ab und zu mal YouTube-Videos gucken. Gut, aber die sind wie alt? 3, 4? 3 und 1, ja. Das ist klar. Ich rede von 12, 14, 16. Ja, naja, aber ist ja die Frage, wie es anfängt und wie man die Leute auf Medien und dessen Konsum trimmt, weil es halt immer noch sehr passiv ist. Das stimmt, ja. Spielen ist halt ultra aktiv. Und deswegen würde ich lieber ein spielendes Kind haben, anstatt eins, was Fernsehen schaut. Fernsehen ist halt noch passiver. Da ist ja YouTube noch besser, weil es wenigstens Leute machen, die wirklich existieren. Wie stehen meine Eltern zum Medienkonsum? Ich würde sagen, eher sehr skeptisch, da sie selbst halt nicht in so einer Generation aufgewachsen sind wie wir. Die schauen quasi kein YouTube, sie benutzen das Internet halt vielleicht mal, wenn sie in Urlaub fahren wollen oder so. Und das Gute ist, dass ich halt alleine wohne seit jetzt fast 3 Jahren und sie dadurch einfach nicht alles mitbekommen. Ich glaube, das, wo meine Mama zum Beispiel am meisten vor Angst hat, ist halt einfach diese Anonymität im Internet und dass halt dann irgendwie ihrer Tochter was passieren könnte oder so. Also ich habe ihnen das erzählt und sie waren da halt sehr skeptisch mit Twitch und YouTube, aber als ich beispielsweise bei den LCS in Berlin war, waren sie dann doch stolz irgendwie. Also sie verstehen es nicht ganz, aber sie sagen halt, ich muss selbst für mich verantwortlich sein, ich bin alt genug und deswegen akzeptieren sie es quasi. Wie meine Eltern zu meinem Medienkonsum stehen. Meine Eltern waren super, super konservativ, als ich aufgewachsen bin. Das heißt, ich hatte lange Zeit keine Konsole. Ich durfte lange Zeit nur immer am Wochenende Gameboy spielen. Und irgendwann hat man mich dann halt das ein bisschen weiter ausgereizt. Das heißt, ich habe dann irgendwann mal den Gameboy irgendwie mit in die Schule genommen und habe mir mal ein bisschen mehr gezockt. Und irgendwann, ich glaube mit 13 oder sowas, hatte ich dann meine erste Konsole. Das war eine GameCube und die war damals schon super out of date. Und meine erste, danach die Konsole, die wir aktuell bekommen haben, rauskam, war die Wii, weil meine Eltern meinten so, yo, das ist eine Konsole, da können wir auf jeden Fall den Niklas und seinen Bruder mit unterstützen, weil da bewegen die sich, da sitzen die nicht nur vor und meine Eltern haben Videospiele immer als etwas generell Schlechtes angesehen, wie das halt in den Medien quasi angepriesen wurde. Mein Vater hat ab und zu mal mit uns FIFA gezockt, aber irgendwann haben wir den halt besiegt und ich glaube, das ist kein geiles Gefühl, wenn deine 11-jährigen Söhne dich im FIFA einfach nur 10-0 abziehen und dann hat er damit aufgehört. Ich habe aber auch sehr viel Guild Wars und Counter-Strike gespielt, als ich klein war und das auch wirklich in einem sehr, sehr riesigen Maße, so dass ich mir nachts Wecker gestellt habe und das fanden die immer sehr, sehr kacke und jetzt im Grunde, ich wohne jetzt in Berlin, ich bin jetzt von zu Hause weggezogen, ich verdiene mein eigenes Geld damit, dass ich jetzt Videospiele spiele im Grunde, also ich spiele ja nicht den ganzen Tag, sondern Videospiele sind halt was, womit ich jetzt mein Geld verdiene, hauptsächlich League of Legends und deswegen ist da jetzt eine ganz andere Wahrnehmung von meinen Eltern da, ein ganz anderer Respekt, die waren aber sehr streng, als ich noch aufgewachsen bin und das muss ich aber auch sagen, rechne ich denen hoch an, das finde ich gut, dass ich nicht alles machen durfte, aber ich habe das Gefühl, ich habe auch vieles verpasst und ich glaube, wenn man mit so einem Medium als Elternteil verantwortungsbewusst umgeht und einem Kind das erlaubt und sagt, hey, guck mal hier, das Videospiel darfst du machen, so und so viele Stunden am Tag und bla 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 und sich auch vielleicht damit auseinandersetzt und vielleicht mitspielt, dann ist das eine gute Sache und ich finde, Eltern sollten das auch mal ruhig machen, sich damit auseinandersetzen und vielleicht mal selber zocken. Ja, das ist meine Meinung dazu. Tschüss. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern so viel über meinen Medienkonsum wissen, weil ich seit 7 oder 8 Jahren nicht mehr bei meinen Eltern wohne. Früher natürlich, ja, bevor E-Sport populär war, bevor überhaupt dran zu denken war, dass das ein Beruf war, ja, das Übliche, geh mal mehr raus, ja, spiel mal draußen, war ja noch so die Generation, wo man draußen gespielt hat. Und ich meine, als ich klein war, so waren 486er top-notch. Da konntest du halt nicht wirklich viel machen. Internet kam erst später.
Inzwischen, ja, ich meine, ist es halt für mich ein Beruf und wenn ich Freizeit habe, versuche ich tatsächlich gar nicht so viel Zeit am PC zu verbringen. Grundsätzlich muss ich sagen, meine Eltern haben mich immer unterstützt und mir auch die Möglichkeiten gegeben, also dass ich überhaupt erst mit 4 Jahren schon quasi einen eigenen PC habe, sind meine Eltern ja gar nicht so unschuldig, von daher, was sagen meine Eltern zu meinem Medienkonsum? Ja, geile Sache, mach weiter so und wenn du schon dabei bist, kannst du unseren PC auch mal fixen. Wie stehen eure Eltern zu eurem Medienkonsum? Muss ich sagen, jetzt natürlich gar nicht mehr, das ist mein Ding. War aber auch schon früher eigentlich relativ so. Früher, als ich ganz klein war, also ganz klein, Kappa, aber so zwischen 7 und 13, da war ich eh das ein Kind, was nie zu Hause war. Oha, epic Sound. Also ich war nie zu Hause. Ich war eigentlich immer draußen, hab mit Freunden gespielt. Yu-Gi-Oh!, Go-Go's, diese Dragon Ball Scheißdinger da, die man so auf den Boden geklatscht hat. Also ich war eigentlich nie zu Hause. Kam immer verletzt nach Hause mit irgendwelchen Wunden, weil ich irgendwo, weiß ich nicht, durch den Wald gelaufen bin oder sowas. Von daher hatte ich nie wirklich Probleme. Ich hatte auch keine, um ehrlich zu sein, keine Verbote. Also ich konnte Fernsehen gucken, wann ich wollte. Dragon Ball zum Beispiel. Ich habe das eigentlich immer geguckt. Das, was mich interessiert, habe ich gemacht. Also geguckt. War eigentlich relativ entspannt bei mir. Und später dann, als ich 13 wurde oder 14, und ich das erste Mal bei meinem Onkel gezockt habe, und das auch nur über die Ferien, wo wir dann in Polen waren, hatte ich auch nicht wirklich Verbot. Also ich habe auch gezockt, bis halt mein Onkel schlafen gegangen ist quasi, oder ich durfte. Solange wie ich durfte. Ja. Mein Onkel hat gesagt, okay, jetzt ist Feierabend, ich gehe pennen oder so, oder ich muss was machen. Ja, habe ich ihn gelassen, natürlich. Mit einem Sad Face. Aber musste ich dann natürlich. Ja. Ansonsten später auch nie in der Schule, während der Schulzeit. Habe gezockt, wie viel ich wollte, wann ich wollte. Natürlich gab es ab und zu Stress. Ja, aber Excel-des. Also, was den Medienkonsum angeht, waren meine Eltern da, denke ich mal, im Verhältnis immer relativ entspannt. Es war immer so, okay, mach an sich, was du möchtest, pass auf dich auf, solange deine Schulnoten und sonstiges aber in Ordnung sind und du noch rausgehst und auch nochmal irgendwie die Welt, die außerhalb des Computers ist, siehst, sind wir da im Prinzip, mischen wir uns da nicht ein und ist es für uns in Ordnung. Also, eigentlich haben sie mich, soweit es in Ordnung, soweit ich mich im Rahmen bewegt habe, auch immer machen lassen. Ich habe es jetzt auch nie ausgereizt, dass ich wirklich tagelang 24/7 nur Computer gespielt habe. Von daher, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das anders gewesen wäre, aber eigentlich waren sie bei mir immer sehr moderat. Meine Eltern und der Medienkonsum, tja, ich würde sagen, das hat ja damals schon angefangen. Also damals der Fernseher, damit ging ja alles los. Man kam aus der Schule nach Hause und dann ging's los. Beyblade, Pokémon, noch eine Folge Pokémon, Digimon, dann Yu-Gi-Oh! Und Dragon Ball am Abend auch noch und das ganze Programm quasi, man hat sich hingesetzt und hat komplett das ganze Ding durchgezogen. Nicht jeden Tag, aber auch wohl mal öfters, ne? Und da ging es ja schon los, kann man heutzutage immer noch machen mit den ganzen, aber okay. Ja. Dann irgendwann kam, glaube ich, so der Punkt, also das war damals wirklich so eine, keine Ahnung, so 13, 14, so. Dann kam irgendwann so der Punkt, WoW. WoW, da hat man dann doch schon viel Zeit investiert. Ich war auch immer der absolute Levelkönig. Ich habe immer alles weggelevelt. Ich habe immer die ganze Truppe, die mitgezockt hat, immer hinter mir hergezogen quasi, weil ich einfach, ich war quasi schon immer in der nächsten Stadt quasi, wenn die anderen noch am Pennen waren. Und, also am Rumtrödeln. Und das hat schon sehr, sehr viel Zeit gekostet und da war auch gerade so die Zeit dann, da ich weiß gar nicht, war so 15, 16 oder sowas, 17 und da war gerade auch so die Zeit, wo dann alle quasi so, da war so dieser Internet-Sucht-Hype und da natürlich alle Eltern total besorgt und da war da dann schon so ein bisschen, ja, hier dies, das und hat dann auch immer mal ein bisschen Stress gegeben. Ich denke, das kennt ja jeder irgendwie, ne? Ja, und mittlerweile, ich meine, ich verbringe auch noch sehr viel Zeit vom PC, aber ich denke, im Moment, es ist einfach jetzt meine Sache geworden und das ist halt deswegen auch eigentlich egal. Aber man kann sich selbst so einschätzen, was ist für einen gesund und bis wo ist es dann irgendwo vielleicht nicht mehr so ganz im grünen Bereich. Und deswegen ist das mittlerweile meine eigene Sache. Aber es waren so die gewissen Phasen, die man durchlebt hat und ja, so ist es halt gelaufen.
Ja, was sagen meine Eltern zu meinem Medienkonsum? Die sagen natürlich nichts mehr dazu, weil ich inzwischen alt genug bin und ausgezogen bin. Aber früher war das so, wo ich noch klein war, dass ich nur eine Stunde am Tag Fernsehen gucken durfte. Und zwar auch nur Kika. Also ich durfte gar nicht RTL oder Super RTL oder irgendwie sowas gucken, sondern nur Kika. Und zwar eine Stunde. Und da habe ich mir immer überlegt, alles klar, wie mache ich das? Es gab früher da immer eine Serie, die lief jeden Abend vorm Sandmann. Ne? Das war entweder Nils Holgersson, Biene Maja, Heidi, Jokus Quack, nee, wie heißt der? Blabla, Jodokus Quack, mir fällt gerade und sowas, ja. Oder hier Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Genau sowas. Sowas habe ich dann immer geguckt, eine Folge. Und dann direkt im Anschluss, weil das ging nicht ganz eine Stunde, das Sandmännchen. Das war der Shit. Und danach ging es dann auch schon bald in die Haie. Später war es dann natürlich anders, aber trotzdem, da waren meine Eltern auch. Teilweise hatte ich meinen PC immer. Und da kommen wir jetzt zu Computerspielen, bei meinem Vater. Also anfangs war es so, durfte ich auch einfach nur eine Stunde am Tag zocken. Ja, überlegt euch das mal. Es sind ein oder maximal, wenn es echt passt, zwei LoL-Matches. Das war's. Und die waren da echt hinterher. Das war andere Zeiten als heute. Überlegt euch mal, wenn ihr jetzt euch an den PC setzt, wie lange ihr zockt an einem Stück. Ja, und später war es dann tatsächlich so, dass der PC nur bei Vatern war, wo ich nur am Wochenende war. Ja, das heißt, ich konnte unterhalb der Woche gar nicht spielen und habe auch irgendwie wenig Fernsehen geguckt, weil ich weiß nicht, Fernsehen ist nicht so mein Ding. Aber ja, da war dann Zocken nur am Wochenende. Und ja, mittlerweile, wie gesagt, alt genug, kann ich selber regeln, aber ja. Oh.